Saisonstart futsch. Nach Selke fehlt auch Darida der Hertha wochenlang. Nächste Hiobsbotschaft für Bundesligist Hertha BSC. Nach dem Ausfall von Stürmer Dafi Selke, 23, entpuppt sich jetzt auch die Verletzung von Mittelfeldmann Wladimir Darida, 27, als schwerwiegend. Denn aufgrund seiner Anfang Juli im Testspiel gegen RSV Eintracht Stahnsdorf erlittenen Knieverletzung muss der tschechische Nationalspieler komplett mit dem Training aussetzen. Wie die Blau-Weißen am Sonntag auf der Fans-Webseite mitteilte. Doppelt bitter, Darida war gut drauf, erzielte sogar das erste Tor beim 7:0-Sieg. Dann verdreht er sich in einem Zweikampf unglücklich das Knie und erlitt ein Knochenmarksödem. Auch die Schonung des Knies bei reduzierter Belastung habe nicht den gewünschten Erfolg gebracht, hieß es in einer Mitteilung. Wie lange Darida ausfallen wird, ist noch unklar. Schade, dass ich nun doch länger pausieren muss. Ich hatte die Hoffnung, dass es sich schneller bessert, aber hatte dann doch immer wieder noch Schmerzen. Ich muss bei allem Ärger trotzdem jetzt die Ruhe bewahren und möchte so schnell es geht wieder zur Mannschaft, so Darida geknickt. Um kein Risiko einzugehen, wird er erst wieder trainieren, wenn die Rückbildung des Ödems von den Ärzten festgestellt wurde. Und auch sein Trainer Pal Dardai, 42, ist traurig über den prominenten Patienten. Der Ausfall schmerzt, da uns mit Ladi zum Saisonstart ein wichtiger und erfahrener Spieler fehlen wird. Ich hatte schon zuletzt so eine Ahnung, da er ein Spieler ist, der einiges aushalten kann. Aber Ladi ist ein Kämpfer. Ich hoffe, dass er möglichst bald zurückkehrt. Derweil erholt sich Dafi Selke, 23, von seiner Operation am Dienstag. Der Stürmer hatte sich im Trainingslager bei einem Zusammenprall mit Teamkollege Salomon Kalou, 32, einen Pneumothorax zugezogen, ist aber auf dem Weg der Besserung. Somit werden sowohl Selke als auch Darida den mit Spannung erwarteten Saisonstart mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg am 25. August, 15.30 Uhr definitiv verpassen. Sollte jetzt auch noch der von englischen Clubs umschwärmte Nationalspieler Marvin Plattenhardt, 26, vorm Lauftakt einen Abflug machen, bereitet das Datei sicher noch mehr Kummer.